Hello again! Hey everybody! Es ist schon etwas länger her, wo wir uns das letzte Mal bei euch gemeldet hatten. Genau, welcome back to business! Genau, denn wir sind wieder da, wir haben wieder Bock. Wir konnten eine Woche, aus verschiedenen Gründen hat es zeitlich nicht geklappt. Ne? Aber Bock jetzt, haben wir immer, aber genau, es ging aus zeitlichen Gründen halt nicht. Tut uns sehr leid, dass wir uns so spät wieder melden, aber der Berichte, der, ja, den ihr gelesen habt, sehr gutes Feedback bekommen für diesen Bericht von euch. Danke dafür nochmal. Und ja, schauen wir nochmal ganz kurz zurück auf, ja, auf die Schade, auf die Niederlage. Aber das war nicht nötig. War ein Scheißspiel. Ich wollte Kack sagen, aber war ein Scheißspiel. Beides. Die erste Halbzeit war, die erste Halbzeit war grauenhaft und die zweite Hälfte war schlecht. Ja, aber der VfL hätte auch 1000 Stunden weiterspielen können hier in Kantor. Da wäre nichts passiert. Ich meine, es gab verschiedene Gründe, natürlich so ein Jul, wenn der fehlt, ne, der Spielmacher, der kreative Fuß, der immer wieder versucht, auch durch seine individuelle Qualität so ein bisschen dann auch das Spiel zu beeinflussen. Ne? Ja, er ist wirklich der Kopf der Mannschaft, wenn man das will, den kannst du den Ball geben, der macht aus nichts, macht er immer irgendwas, dem fällt immer was ein. Ja. Ich hätte gedacht, Reis überrascht uns ein bisschen, ja, wie er es in der Vergangenheit schon oft genug getan hat. Klar, wir sagen, wenn Jul fehlt, kommt Eisfeld rein. Ich finde, Eisfeld ist ein guter Fußballer, gar keine Frage, aber kein richtiger Zehner so wie Jude. Nein, ja, auf keinen Fall. Er macht und tut in seinen Möglichkeiten, die er hat. Und auch eher defensiv dann natürlich manchmal. Ne? Also ich sehe ihn eher als Sechser auch, wenn ich ganz ehrlich bin. Also ich finde, Thomas Eisfeld ist für mich kein, so wie du sagst, kein Zehner, sondern eher so defensiv ausgerichtet. Also ich sag mal so, er kann die Position spielen, aber er hat halt nicht diese Einfälle oder diese, na, wie soll man sagen, er sieht nicht schnell diesen Raum oder sieht schon vorher den Raum, wo er später reinspielen kann, sondern ist nur dann in der Aktion tätig, wo er was macht, was manchmal zu einer falschen Entscheidung führt, weil er unter Druck gerät. Ja. Bei Jude ist es ganz anders. Er stellt seinen Körper da rein, dass der alle, so ähnlich wie heißt der Schwede hier noch, der Mr. Schneid das raus. Fällt mir nämlich jetzt nicht ein. Wen meintest du denn? Ja, wie heißt dieser Schwede noch? Der lange, der 30, über 30 schon ist. Ibrahimovic? Genau, wie Ibrahimovic. Da kommt einer hin zum Jewel und lässt er an sich abprallen. Das schneiden wir dann nicht raus. Doch schon ein bisschen. Nein, das bleibt drin. Und da ist halt so, dem Jewel, der sieht schon vorher den Raum, der weiß, wie die Laufwege der Spieler, der gegnerischen Spieler sind und agiert dementsprechend. Hm. Und der kann auf dem Fußgelenk dir ein paar 20 Meter im Fuß spielen. Mega. Auf jeden Fall. Deswegen schreibt auch gerne in die Kommentare, was haltet ihr von Thomas Eisfeld? Seht ihr ihn auch als Zehner oder, wie ich es gerade gesagt hatte, eher auch in der defensiven Rolle vielleicht eher? So eher so Lozilla-mäßig, dann auch zu sagen, okay, auch ab und zu die Läufe nach vorne machen, aber vielleicht eher zurückgezogen. Ja. Ne? Also ich bin eben bekennender schon immer gewesen, seit Anfang an bekennender Jewel-Fan. Ist er auch, keine Weil Frage. Er für mich auch eine herausragende Figur im Spiel darstellt, sagen wir es einfach mal so. Wir hätten uns eine Überraschung gewünscht, du hattest es angesprochen, wir hatten nur da kurz drüber philosophiert, die Möglichkeiten mit Nowotny und Zoller. Genau, dass man gesagt hätte, vielleicht wäre es kreativer gewesen und auch fürs Spiel besser gedacht, wenn man gesagt hätte, okay, wir versuchen das vielleicht mit Nowotny und Zoller in hängender Position. Das bedeutet, dass Nowotny hinter Zoller und dass sie sich immer so ein bisschen abwechseln, weil es sind beide Spieler, die unheimlich viel anlaufen, die sofort auf den Gegner und den Ball draufgehen. Und damit hätte man vielleicht noch ein bisschen mehr Druck auf Paderborn machen können, was Paderborn ja gegen uns gut gemacht hat. Die haben immer sofort sind die draufgegangen. Ne? Ja, das ist ja, aber Paderborn ist auch extrem schnell über außen. Mega. Und da sieht man mal, so wie der VfL ja angefangen hat, ja schon in der letzten Saison, ein sehr hohes Pressing zu fahren, den Gegner schon am eigenen 16er oder tief in der eigenen Hälfte schon vor Aufgaben zu stellen, die er lösen muss. So wie Zoller oder Nowotny, ja, die rennen ja alles an, weil nicht schnell genug auf dem Baum ist. Ja. Und das ist ein extrem starkes Pressing, wenn alle anderen mitziehen. Und das kriegt der VfL sehr gut hin. Und jetzt im Umkehrschluss zu dem Spiel Paderborn mit dem schnellen Außen haben die natürlich dann auch gemacht. Und wir sehen auch der VfL hat natürlich extreme Probleme, dann in manchen Situationen gut rauszukommen. Manchmal funktioniert es, dann können sie super spielerisch lösen. Und manchmal halt nicht. Und manchmal halt nicht. Und in dem Spiel öfter nicht halt. Ja, leider. Viel zu oft leider nicht. Und ich fand auch, Soares hat überhaupt nicht ins Spiel gefunden, erste Halbzeit. Viele Fehler. Ja,
Und dann auch natürlich der individuelle Fehler, wo er den Pass in die Box spielen wollte und dazu, also da damit gesorgt hatte, dass Paderborn in den Konter gegangen ist und dann das 2:0, glaube ich, gemacht hat. Also völlig untypisch für ihn. Ja. Ich habe noch nie so ein schlechtes Spiel von ihm gesehen. Ich sag mal, war einmal. Reicht? Genau, müssen wir nicht noch einmal haben. Ja, aber es sind halt viele individuelle Fehler, die im Vorhinein... Jetzt nicht nur auf Suarez, sondern prinzipiell viel. Also nicht, man soll es ja nicht immer an einer Person. Es war halt Chancen viele Umstände. Waren ja da, zweite Halbzeit. Ja, das stimmt. Deswegen war es ja nicht grauenhaft, sondern nur noch schlecht. Aber genau, und was? Die haben halt vorne in verschiedenen Situationen falsche Entscheidungen getroffen. Ja. Und dann passiert das nochmal. Und eins möchte ich noch sagen, uns hat jemand aus der Community geschrieben, wir sollen nicht so viel mit FIFA zocken oder das sonstiges. Kam ja, noch auf, ja. Ja, wir finden das Format aber nicht schlecht. Wir versuchen trotzdem viel mehr zu erzählen und dafür ein bisschen weniger FIFA auch zu zeigen. So eine Kompromisslösung. Genau, ja. Nicht böse sein, vielen Dank nochmal für den Kommentar und für die Anregung, kein Thema. Ihr seht, wir lesen das, wir nehmen uns das auch zu Herzen, wir machen uns Gedanken. Aber trotzdem kommen wir jetzt auf Hannover. 1, 2, 3. Dann kommen wir nochmal. Ja, was meine Schere gesehen? Ich habe gesagt, du machst auch so diese typische Handbewegung hier. Okay, komm, winken wir nochmal. Okay. 1, 2, 3. Ja. Where? Damit bekommst du wieder den VfL. 13.30 Uhr am Sonntag, Vonovia Ruhrstadion. Jo, hast du mitgekriegt, das Spiel wird verlegt von Darmstadt, ne? Von Samstag auf Sonntag? Von Samstag auf Montag? Auf Montag, ja. Ich meine, hat natürlich vielleicht einen leichten Vorteil, 2 Tage mehr Regeneration. Ja, einmal das und sie können natürlich dann die Tage auch zu Hause verbringen und fahren halt Sonntag dann nach Darmstadt. Genau. Finde ich auch gar nicht so schlecht, aber muss man einfach mal abwarten. Viel wichtiger finde ich, ich habe ja jetzt den Spielplan, oder wie wir alle den Spielplan gesehen von Kiel. Mhm. Ich glaube, mit 8 Spielen innerhalb von 3 Tagen mit, siehst du, Jule, dem fällt immer was ein. Wenn er nicht weiterkommt, dann wird halt zurückgelegt. Ja. Na, das ist auf jeden Fall natürlich ein Mammutprogramm. Würde ich eher sagen, sie verabschieden sich damit aus dem Aufstieg. Na, das kannst du nicht sagen, ne? Das können die nicht kompensieren, das kann keiner kompensieren. Ich finde, das war abseits. Und da ist das 1:0 für Hannover. 96. Ich habe den nach da hingezogen. Ich komme raus, ziehe ihn dann nach da und dann... Egal. Ist ja noch genug Zeit. Ich habe meine Chance schon gehabt. Ich hätte es eigentlich schon 1:0 führen müssen. Aber das war wie Paderborn halt. Wollte ich gerade sagen. Man hat auf Abseits so ein bisschen auch versucht zu spekulieren. Ja. Ne? Und dann war es genau in dem Moment das Timing gewesen von... Ich weiß jetzt gerade nicht, wer die Vorlage gemacht hat. Auf jeden Fall dann den entscheidenden Pass nach vorne. Ne? Ja, und dann alleine auf den Torwart zu. Und das sind meistens dann immer die Entscheidungen. 80% der Bälle gehen dann auch rein, wenn er alleine auf den Torwart zuläuft. Das stimmt. Wie in der Realität auch. Ja, ein paar Bälle gehen mal daneben, die werden daneben geschossen oder der Torwart hat eine Glanzparade oder einen sehr guten Moment. Ne? Ja. Aber die meisten gehen natürlich dann auch rein, wenn man so frei auf den Torwart zuläuft. Wow. Da winkt da unten schon. Kannst du hier einen Schritt warten? Ey? Ja, es ist eine gefährliche Position. Ja, jetzt wird dir nochmal erklärt, wie du richtig einen Freistoß schießen kannst. Mhm. Okay. Da kannst du dir jetzt nochmal angucken und dann vielleicht sogar suchen, mit dem richtigen Timing das Tor zu schießen. Okay. So. Das geht nicht. Das wird nicht gut gehen. Nein. Ich wollte hoch ins lange Eck schießen. Eigentlich wollte ich den Ball ab. Ich wollte den Ball nach links rüberlegen. Ja, Halbzeit. Hab aber die falsche Taste gedrückt. Dann habe ich dann gemerkt, fuck, da kannst du jetzt eh nichts mehr machen. Aber es war schon zu spät. Ja, Halbzeit. Ja, eine Chance, ein Tor. Du hast, guck mal, das ist eigentlich, wenn man so die Statistiken sieht, eigentlich wie VfL auch. Ne? Also so prinzipiell. VfL, sehr viel Ballbesitz. Passgenauigkeit ist auch stark und der Gegner eher weniger Ballbesitz, hat dafür aber vielleicht den entscheidenden Pass in die Tiefe spielen können, um halt den Ball reinzubringen. Und jetzt am Wochenende muss Bochum halt ein bisschen besser machen, sie müssen bessere Entscheidungen vorne treffen, weil wenn Hannover einmal ins Rollen kommt, die sind extrem schnell auch, ja, wenn ich so sehe, Araguchi, Duxch, Musiala heißt der, glaube ich, Tuvamasi oder so ähnlich. Das sind schon Leute, die sind extrem schnell. Wobei Haraguchi weiß ich jetzt nicht, ob er überhaupt dabei ist. Ich meine, ist an Corona erkrankt, bin mir nicht ganz so sicher. Dann würde Musiala rüberziehen auf die 10. Aber die sind trotzdem extrem gut, auch in der zweiten,
in den Spielern, die erste Elf unterstützen, sehr gut besetzt. Ja. Und das wird richtig schwer werden. Also das heißt, für unsere Abwehr hochkonzentriert sein, wirklich keinen Bock sich erlauben, defensiv sehr gut stehen, gute Absprachen. Und diesmal müssen wir ein bisschen mehr wie 100%, aber 100% reichen diesmal nicht. Man muss wieder ein bisschen mehr die Gier nach dem Ball kriegen, die Gier nach dem Sieg zu kriegen. Ja. Und vor allem, was ganz wichtig ist, wir müssen wirklich versuchen, auch wieder mehr Tempo in unser Spiel reinzubringen, über die Außen. Und da wäre natürlich auch ein Blum wieder ideal geeignet in seiner Rolle, mehr Tempo nach vorne zu machen. Und natürlich, finde ich, ist so diese Connection zwischen Blum, Jule und Zoller, dieses Dreieck, wenn man das so aufspannen will, ne? Das hat Potenzial. Das hat Potenzial, weil die sind alle drei, haben die immer diesen kreativen Moment im Kopf, wo man auch eine Situation, die im Ansatz nicht gefährlich ist, gefährlich werden kann, weil einer von denen so einen Spleen im Kopf hat, der plötzlich dann dafür sorgt, dass es auch eine torgefährliche Situation werden kann. Bin ich bei dir, wobei ich sehe Blum immer unheimlich stark auf der linken Seite. Wenn er mit Holtmann spielt, die sollen ja auch die Seiten wechseln, spielt Blum hauptsächlich rechts, ganz wenig links. Ich finde ihn links wesentlich stärker. Aber beide sollen das ja so machen. Blum soll dann nach in die Mitte ziehen, damit er mit seinem linken Fuß ins lange Eck schieben kann oder flanken kann. Und Holtmann soll dann mit seinem linken Fuß, weil er hat ja nur einen linken, dann mit seiner Geschwindigkeit über links den Ball reinbringen soll. Und wenn die tauschen, sehe ich Holtmann auf der rechten Seite immer ein bisschen schlechter. Ist so meine subjektive Wahrnehmung. Sehe ich ihn schlechter und Blum wieder extrem stark auf der linken Seite. Aber du hast recht, dieses Dreieck mit Blum, Jule und Zoller ist eigentlich auch Holtmann. Gut. Ich meine, Holtmann darf man auch nicht außen vor lassen. Also generell dann halt die vier vorne, sage ich mal. Ne? Ja. Wollen wir mal hoffen, dass Blum dann auch spielt von Anfang an? Wäre zu wünschen. Ich meine, Bockhorn ist auch keine schlechtere Alternative. Er kann auch wirklich er hatte starke Spiele, schwächere Spiele. Sein starkes Spiel war auf jeden Fall in dem Moment, als er die Position von Suarez vertreten hatte. Da hat er wirklich ein sehr starkes Spiel gemacht auf der Verteidigungsposition des Linksverteidigers. Und wir müssen einfach schauen, lassen wir uns überraschen. Thomas Reis wird die Mannschaft so aufstellen, wie er es in dem Moment für die beste Aufstellung auch hält. Wir vertrauen ihm. 5 Euro Phrasenschwein. Ja, genau. So, lass uns die zweite Halbzeit starten. Ja. Und dass wir dann noch mal kurz ein bisschen über das Spiel am Sonntag sprechen. Ja, auf geht's. Du hast einen Rückstand aufzuholen. Ja, das ist schnell gemacht. Das will ich mal sehen. Ich gebe mir hier 20 Spielminuten. Das heißt, spätestens in der 69. sage ich jetzt mal so, steht es 1-1. Tja, dann wollen wir mal schauen, ob du deine hohen Töne auch realisieren kannst. Na klar. Alles gut. Den hat der Riemann denn? Ja. Der konnte nicht reingehen. War ungefähr. Haraguchi. Ja. Also ich bin ja mal gespannt. Die Blau-Weiße aus Gelsenkirchen will ja unbedingt die Spieler verpflichten. Duksch, Haraguchi. Dann noch falsche Entscheidung getroffen. Ja, super. Ja, erzähl weiter. Das wäre natürlich ein Fund, ne? Weil Duksch ist da ablösefrei. Boah. Das war knapp. Duksch ablösefrei. Aber auch abseits. Haraguchi ablösefrei. Parlsson ablösefrei. Terodde ablösefrei. Mit allen haben sie angeblich schon gesprochen. Ich bin gespannt. Ich sehe es eher nicht so. Glück gehabt, ey. Ihr seht, ich bin gerade ein bisschen hochkonzentriert, weil ich einfach nicht möchte, dass der VfL verliert. So, schön durchgesteckt. Ah! Hat er seine defensive Ausrichtung wieder drin stehen gehabt? Ja, bin ich tot. Aber klar, der Außenverteidiger war tot. Konnte konditionell nicht mehr. Ja. Nachspielzeit, ich hoffe nicht, dass es so läuft. Ich hoffe, es läuft eher andersrum für den VfL. Haraguchi ist aber immer einer, der für ein Tor gefährlich ist. Sollte er spielen, also recht schwierig. Komm, drück weiter. Ich will mir das. Ich drücke ja weiter, aber der macht nicht weiter. Ja, dann macht der extra. Nee, hier. Macht der extra. Ja, jetzt geht er weiter. Ah, ja, nee. Du machst auch Anschluss, jetzt Schluss. Ach, fuck, die Scheiße. Tja. Ja. Große Töne. Es hat was damit zu tun, dass die andere
Spielekonsole, die wesentlich anders performt. Ich möchte nur einmal kurz sagen, dass dieser Herr schon sehr viele Spiele auf dieser Konsole spielen konnte, um sich einzuspielen. Jetzt hör doch auf. Ja, also ich möchte hier nicht so ein Understatement oder irgendwie sowas, ne? Der Rasen war auch schlecht. Ja, hat gerichtet. Genau. Hast du nicht gesehen? Ja. Ja, kommen wir auf unseren VfL Sonntag. Ja. Aufstellung ist klar. Blumen, Holtmann, Zoller vorne. Jule auf der zentralen Zehnerposition, Tesche und Losilla. Ja, ganz genau. Soares, Gamboa, Leitsch, Bella Kolschab, Riemann. So, ich denke mal, so werden sie laufen. Und dann wünsche ich mir einfach nur, dass sollte Zoller irgendwann in die Luft rausgehen, er wirklich nur Rodney bringt. Das würde ich mir auch wünschen. Ja, oder vielleicht dann Zoller, wenn Blum oder Holtmann schlechter werden, dann Zoller auf die Außenbahn, genau, und dann trotzdem nur Rodney bringen. Ich würde auf jeden Fall auch nur Rodney den Vorzug geben. Denn klar, ich meine, Gambula zeigt sich im Training vielleicht auch wirklich, zeigt sich durch gute Leistung oder zeichnet sich auch dadurch gute Leistung aus, ne? Im Spiel finde ich aber immer über die Zeit, die er dann eingewechselt wird, hat er dann dementsprechend nicht so gute Phasen. Ne? Wir sagen schon mal ciao. Genau. Auf 3 Punkte für den VfL. Glück auf. Du vergisst immer zum Schluss mittlerweile was. Ich vergesse immer zum Schluss irgendwas, genau. Ja. Denn wir möchten natürlich auch wieder sagen, lasst ein Abo da, den Abo da, Daumen nach oben. Klicken, ne? Daumen nach oben und die Bimmel nicht vergessen, ganz genau, wichtig. Ja. In diesem Sinne sagen wir auf 3 Punkte, genau, des VfL am Sonntag. Glück auf!